gelernter Friseur, bin aber immer ein leidenschaftlicher Hobbykoch gewesen und habe mir dann irgendwie dazu gerungen, meinen Traum zu erfüllen und meine Selbstständigkeit als Gastronom zu machen. Wir sind die letzten 5 Jahre unterwegs gewesen, in ganz Österreich, Deutschland und in der Schweiz, auf Streetfood-Märkten, Großveranstaltungen und Festivals. Mit dem Lockdown dann nicht, haben wir dann eine Lokalität aufgesucht, haben wir dann da gefunden. Wir sind dann gelandet da am Flugplatz in Wels, fahren unsere Barbecue-Schiene. Ja, das sind jetzt die Rippel, die sind jetzt circa 5 Stunden drinnen. Die sind jetzt eigentlich perfekt zum Vakuumieren oder zum direkten Verzehr. Das ist eben jetzt unser Smoker, den haben wir selber gebaut. 11 Monate dran getüftelt, mit Freunden am Wochenende geschliffen und geschweißt. Von den Rippel kannst du sagen, etwa, wenn ich ganz anfühle, knapp 100 Kilo werden in etwa reingehen. Das Besondere am Smoker ist das, es ist nicht vergleichbar mit normalen Grillen, sondern es ist indirektes Grillen, nennen wir es einmal so. Es wird mit einem warmen Garverfahren gemacht, so um die 100 Grad. Und es werden nicht kleine Stücke, sondern es wird alles im Ganzen gesmoked. Sprich, ob das jetzt eine Schulter ist, ob das jetzt ein Schopf ist, ob das Rippen sind. Egal, ob vom Schwein, vom Rind, vom Huhn, Fisch. Also man kann wirklich auch natürlich auch Süßspeisen machen drinnen. Dazu gibt es dann eben Burger oder Rippal. Gerade im Sommer in unserer Saison haben wir Happy Hour Time von Donnerstag, Freitag und Samstag. Unsere DK-Cocktails kommen aus Berlin, ist eine kleine Manufaktur, einzigartig in Österreich, bei mir erhältlich. Ist ein tiefgekühlter, fertiger Cocktail, was 50 Sekunden erwärmt wird und dann wird er noch geschüttelt. Und es ist ein Cocktail, der was spitze schmeckt und hat noch Eiswürfeln drinnen. Und dann ein chilliges Ambiente am Welser Flugplatz.